Ein wunderschönes Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Lukas aus dem Team Thomas Loch. Und in dem heutigen YouTube-Video möchte ich dir eine richtig, richtig geile Übung mitgeben, die du einbauen kannst, wenn du eine Radiusköpfchenfraktur hattest und wieder möchtest, dass diese Fraktur schnell heilt, du wieder schnell in die komplette Bewegung reinkommst und nicht willst, dass du ganze Zeit oder dauerhaft in Zukunft dann mit irgendwelchen Bewegungseinschränkungen zu kämpfen haben willst, dann unbedingt diese Übung machen. Dennoch, ich sag's immer wieder vorher und wahrscheinlich die Leute, die mich jetzt schon seit den fast 70 Videos verfolgen, die werden es auch langsam schon wissen und ich hoffe auch langsam schon umsetzen. Wenn du eine neue Übung machst, sei es jetzt eine von mir aus den YouTube-Videos, sei es jetzt eine von irgendjemandem, den du draußen gesehen hast, sei es von einem Bekannten, was auch immer, von einem Trainer, den du vielleicht selber schon hast, was super wäre, kläre es dennoch vorher einmal kurz mit deinem Arzt und deinem Therapeuten des Vertrauens ab. Das muss immer so ein Dreierspindel sein. Ja? Also du brauchst einen Therapeuten, der sich auskennt, du brauchst einen Arzt, der sich auch mit einer Radiusköpfchenfraktur auskennt und du brauchst einen Trainer, der weiß, wie du danach am besten trainieren solltest oder was du tun solltest, in welcher Intensität du es tun solltest, welcher Wiederholung, damit du deinen Ellbogen A nicht mehr schadest, sondern B wieder aufbaust und wieder schnell regenerierst. Nämlich das häufigste Problem, was leider die meisten da draußen machen, ist ja, dass sie den Ellbogen so lang wie möglich schonen wollen. Und das ist schlecht. Ja, also wenn du einen Bruch hattest und der Bruch jetzt erstmal vor, okay, sagen wir mal 2 Wochen her ist, dann, ja, vollkommen richtig, muss die Fraktur erstmal heilen. Das heißt, der Knochen muss erstmal heilen. Und da würde ich auch sagen, hey, Belastung mit Zusatzgewichten oder irgendwas nicht machen, weil das Risiko zu hoch ist, dass du wieder was kaputt machst. Bewegen ist ja was anderes. Also belasten und bewegen ist nochmal ein Unterschied. Bewegen solltest du dennoch tun. Das machst du ja auch bei den Physiotherapeuten hoffentlich. Also ich hoffe nicht, dass du 3, 4, 5 Wochen in der Schiene rumhängst, weil das ist vollkommener Schmarrn, sage ich mal, wenn du möchtest, dass dein Arm wieder schnell bewegungsfähig, also komplett bewegungsfähig und wieder leistungsfähig sein soll. Gut, so viel erstmal zum Appell. Was machen wir denn heute? Heute bekommst du von mir eine, ich würde mal sagen, Bizeps-Unterarmübung mit, die du einerseits mit einer Kurzhantel machen kannst, die kannst du auch mit einem Tube oder Seilzug machen, das geht auch. Ich sage, in dem Fall ist eine Kurzhantel doch ein bisschen einfacher und eine Kurzhantel kannst du auch weit gefächert einsetzen, also es ist ja dann nicht nur für deinen Arm, sondern mit einer Kurzhantel kannst du auch viele andere Übungen machen, die vielleicht mit einem Seilzug oder Tube nicht gehen. Vorteil natürlich von einem Seilzug, so wie wir hier haben, ist, dass du eine konstant gleiche Kraftkurve hast, das heißt, die Belastung ist hier unten und hier oben komplett gleich. Das ist bei der Kurzhantel natürlich nicht so, du hast bei 90 Grad natürlich eine riesen Spitzenbelastung natürlich drin, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du was tust, dass du trainierst, dass du dich bewegst, damit dein Arm auch schnell wieder heilen kann, weil Ellbogen steift am schnellsten ein von allen Gelenken und wenn du nicht regelmäßig trainierst und nicht regelmäßig arbeitest und bis an die Grenze gehst, kann es sein, dass du schlussendlich so einfach, für immer leben muss, weil sich das Ding verknöchert, da kannst du nichts mehr operativ lösen, das ist dann halt so und damit musst du leben. Damit das nicht passiert, mach die folgenden Übungen. Mach am besten auch die Playlist, schau oben in der Infobox nach, da ist die ganze Playlist drin und wenn dich das noch wirklich tiefer interessiert und du noch nicht weiterkommst, dann mach den Online-Radiuskopffraktur-Masterplan, Link findest du in der Beschreibung oder am Ende des Videos, da wirst du auf jeden Fall erfolgreich und solche Sachen wie eine Bewegungseinschränkung auf jeden Fall verhindern können. Wunderbar, wir legen los mit der Übung. Ich werde das Ganze heute wieder mit einer Kurzhantel machen. Sieht wie folgt aus, wir haben hier so eine schöne Blockhantel und damit werden wir jetzt auch agieren. Was du jetzt machen darfst, du darfst dich einmal hinstellen und jetzt kommt es natürlich vor allem bei der Übung stark darauf an, wie weit ist denn schon deine Regeneration, wie weit ist die Rotation, weil viele werden bestimmt diese komplette Bewegung noch nicht machen können. Und zwar machen wir einen Bizeps-Curl mit einer 180-Grad-Rotation im Spitzenpunkt. Hört sich erstmal kompliziert an, ist aber grundsätzlich ziemlich einfach. Und zwar, wenn du das schon so hinkriegst, dass du den Arm komplett rotieren kannst, dann sieht die Übung wie folgt aus. Unten anfangen, ganz ein bisschen den Ellbogen angewinkelt lassen, hochheben, komplett rotieren oben, so weit wie du kommst, und langsam wieder abbremsen.
Und dann, jetzt kommt das Coole, genau das gleiche wieder zurück. So hochkommen, komplett rotieren, langsam wieder abbremsen. Also, ich zeige es mal schön von der Seite. Hochkommen, komplett rotieren, so weit wie du kommst, wieder runter. Und genau das Gegenteil, so hochkommen, deutlich schwieriger natürlich, komplett rotieren und wieder runter bremsen. Und das machst du wirklich, boah, so lange, bis dir fast dein halber Arm abfällt. Also du darfst es richtig merken im Bizeps und nimm dir dafür einen Anfang auch lieber mal ein leichtes Gewicht. Also leicht starten und dann kannst du immer noch ein bisschen mehr machen, wenn es denn geht. Und jetzt kommt es natürlich klar, wenn du jetzt noch nicht komplett so drehen kannst, was vielleicht bei den meisten schon der Fall ist, dann starte mit einem Hammer Curl. Also starte hier so, dreh ihn komplett raus, soweit du kannst, bremst runter. Dann gehst du so hoch, drehst ihn zum Hammer Curl, gehst wieder runter. Gehst wieder hoch, drehst ihn zum Reverse Curl sozusagen und gehst wieder runter. Und das machst du wirklich, also ich habe jetzt nur hier 4 Kilo und ich merke das jetzt nach diesen Wiederholungen auch schon langsam. Und das ist eine wirklich anstrengende Übung. Und die hat auch einen sehr, sehr, sehr hohen Nutzen, weil wir natürlich vor allem in dieser Muskelanspannung, hier, wenn wir ganz oben sind, versuchen ja komplett rauszudrehen. Das heißt, hier arbeitet dann wirklich in diesem Bereich, arbeitet richtig dein Radiusköpfchen wieder. Weil das ja genau dafür verantwortlich ist, dass es hier diese Bewegung, diese Rotationsbewegung, wenn du da mal hinfasst und dann versuchst mal hier so zu drehen, dann merkst du richtig, da passiert was im Gelenk. Und das ist ja extrem, extrem wichtig, dass wir diese Bewegung wiederherstellen und auch dieses komplettes Ranwinkeln und dieses komplette Rausstrecken. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. Und wenn du aber noch nicht so weit kommst, wenn du sagst, hey, du stehst erst hier, trotzdem machen. Also mach jede Übung, die ich jetzt hier gezeigt habe, egal ob sie Expertenübung ist, Profiübung oder Anfängerübung, mach die wirklich regelmäßig und lass deine Strukturen da auch ein bisschen Variationen frei. Also dass sie halt wirklich mal Bizepsübungen, dann mal Trizepsübungen, mal Unterarmübungen, tu da wirklich mal ein bisschen durchrotieren, ein bisschen durchmischen, dass hier wirklich so viel Variation und Belastungsunterschiede in den Ellbogen reinkommen, dass er sich wirklich anpassen kann und dass er dann auch schlussendlich in diesem Gelenk was passiert. Wunderbar. Diese Übung, wie gesagt, so lang machen, bis dir dann Bizeps fast abfällt oder der Unterarm wirklich bis zum Muskelversagen. Viele Wiederholungen, lieber wenig Gewicht, dafür mehr Wiederholungen. Wenn du noch am Anfang sozusagen der Regenerationsphase stehst, wenn du jetzt schon weiter fortgeschritten, wenn schon ein paar Monate vergangen sind, dann nimm auch ein bisschen mehr Gewicht, tu da wirklich mal ein bisschen den Muskel und die Bänderstrukturen, den Knochen mal wieder ein bisschen reizen und dann kann da auf jeden Fall nichts schief gehen. Wunderbar. Wenn dir das Ganze gefallen hat, du das Ganze umsetzen kannst und jetzt auch sagst, hey, das ist cool, dann lass es mich doch wirklich mal wissen mit einem Like, würde mich mega, mega freuen. Und wenn du Fragen hast, irgendwelche anderen Übungen brauchst, irgendwie Fragen zum Ganzen, gerne in die Kommentare, weil wahrscheinlich bist du nicht der Einzige, der diese Fragen hat. Und dann, wie ich schon gesagt am Anfang, wenn dich das wirklich intensiv interessiert und du möchtest, dass der wirklich 100% leistungsfähig ist, weil es sind nicht nur Übungen leider, sondern es ist ja ein ganz großes Prinzip, damit der wieder komplett leistungsfähig ist und schmerzfrei wird, dann hol dir den Radiuskopffraktur Masterplan, Beschreibung oder auf radiuskopffraktur.de und da wirst du auf jeden Fall fündig. Mich hat's gefreut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg mit dieser Übung, dein Lukas.